Hier ist noch ein kleiner Lifehack von mir, den ich ganz gerne benutze. Manchmal, wenn ich zu faul bin, nachzudenken, wie heißt das denn jetzt auf Deutsch genau? Es geht meistens entweder um Sprichwörter oder Redewendungen oder sonstige interessanten Formulierungen. Und wie wir wissen, gibt es viele, die ähnlich sind in verschiedenen Sprachen, aber es gibt auch viele Unterschiede. Deswegen muss man da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Also zum Beispiel. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, also wenn man sagen möchte, dass die Kinder ähnlich sind wie die Eltern. Oft wird es negativ benutzt. Also wenn die Eltern nicht besonders nette Menschen sind und die Kinder auch total unfreundlich, dann sagt man, naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So, auf Deutsch sagt man Stamm. Der Stamm ist die Basis vom Baum sozusagen, also das zentrale Element eines Baumes. Auf Russisch sagt man, der Apfel fällt nicht weit vom Apfelbaum. Angenommen, ich wüsste jetzt die deutsche Variante nicht und ich möchte es aber im Gespräch einwerfen. Ich würde mir nicht so viel Sorgen machen, wie das auf Deutsch genau klingt. Ich würde Folgendes machen. Ich würde sagen, oh, es gibt ein schönes russisches Sprichwort. Sinngemäß übersetzt heißt es Folgendes. Der Apfel fällt nicht weit vom Apfelbaum. So, wenn ich mit einem Muttersprachler spreche, kommt dann meistens, ah ja, bei uns gibt es das auch. Wir sagen so und so. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So, und das erleichtert das Ganze. Also ich muss dann nicht jedes Mal krampfhaft überlegen, oh Gott, heißt das auf Deutsch auch so? Und dieses magische, sinngemäß übersetzt, das bedeutet, ich weiß nicht, ob das genauso auf Deutsch heißt, aber ich übersetze dir jetzt ungefähr die Bedeutung von diesem Satz, Spruch, was auch immer, Redewendung, und du hilfst mir dann, das deutsche Äquivalent zu finden. Oder aber du sagst, der Muttersprachler sagt dann, das klingt lustig. Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Also keine Ahnung, wenn wir dann so Sprüche haben wie, nee, das gibt es auf Deutsch auch. Und jetzt fällt mir das in keiner Sprache ein. Wenn man sagen möchte, Bier ohne Wodka sollte man nicht trinken oder sowas. Also es ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber es gibt Trinksprüche in jeder Sprache, egal was die Leute da trinken, ob sie Bier oder Wodka oder Schnaps oder sonst was. Und es gibt bestimmte Sprüche, was man in welcher Reihenfolge trinken sollte, damit man keine Kopfschmerzen hat am nächsten Tag und so weiter. Wenn du das im richtigen Kontext erwähnst, also natürlich nicht, wenn du irgendwo beim Bundeskanzler zum Frühstück eingeladen bist und dann sagst, oh, bei uns gibt es Spruch über Wodka, lass uns sprechen. Das ist vielleicht nicht so toll. Aber wenn du im richtigen Kontext eine passende Redewendung oder ein Sprichwort weißt, du bist aber nicht sicher, ob es auf Deutsch auch funktioniert und wie man es übersetzt, dann sagst du einfach sinngemäß übersetzt, aus meiner Muttersprache zum Beispiel oder aus irgendeiner anderen Sprache, die ich kann und du nicht, du Muttersprachler, dann sage ich sinngemäß übersetzt heißt das. Und dann versuche ich das so gut ich kann ins Deutsche zu übersetzen. Und wie gesagt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person hilft dir beim Übersetzen oder sie sagt, ah, interessant, nee, bei uns gibt es sowas nicht. Funktioniert super und es gibt deinem Gegenüber gleich das Gefühl, oha, die Person mir gegenüber spricht eine Sprache mehr als ich. Und in dem Moment geht es nicht darum, dass dein Deutsch zu schlecht ist, sondern dass du noch mindestens eine andere Sprache besser kannst als dein Gesprächspartner. Und das ist ein absoluter Rollentausch. Du bist dann in dem Moment nicht mehr das arme Opfer, das ja nicht genug Deutsch kann und oh, und ich habe noch so viele Lücken und so weiter. Alle haben Lücken, ich auch. Aber das ist ein anderes Thema.